Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Mystery History Tour. Ihr seht es ja schon im Hintergrund. Der alte Bauernhof, in dem sich angeblich der Besitzer mit einer Schrotflinte, krass gesagt, das Hirn weggeballert hat. Ob das Ganze stimmt, weiß ich nicht. Laut Aussagen ja. Wir haben schon ein paar Indizien gefunden, wo darauf schließen können. Also es stimmt auf jeden Fall, dass hier eine Familie gewohnt hat. Wir haben schon mehrere Sachen gefunden. Ob das mit dem Selbstmord natürlich stimmt, wissen wir noch nicht, aber das werden wir untersuchen. Heute bin ich unterwegs mit meinem Best Buddy. Servus. Das ist der Lucky übrigens. Ja, mich kennt ihr ja schon. Ja, Freunde, eine Overnight im Selbstmordbauernhof. Ich bin mal gespannt, was heute Nacht noch alles passiert. Wir haben schon unser Quartier für die Nacht gefunden. Das seht ihr natürlich, wenn ihr euch die Episode komplett anschaut. Also Freunde, dranbleiben! So, da seht ihr einen Roman, wie er gerade unser Schlaf-Setup mal vorbereitet. Ja, lass mal einen Schritt zurückgehen. Das ist unser Domizil für heute Nacht. 3 Sterne Lost Place Residence. Ein bisschen Murderhouse craften hier. Ja. Was macht man nicht? Naja, ein bisschen zusammengefegt haben wir. Ja, das ist gerade nicht das coolste Setup, aber ja, ich glaube, viel schlafen werden wir heute sowieso nicht, wenn wir überhaupt schlafen. Freunde, ja, so sieht's aus. Herrlich, echt herrlich. Wir sind so bekloppt, ey. Junge, was tun wir uns an? Ja, aber. Ja. Ihr wisst es ja, Freunde, irgendwas muss man ja bei YouTube bieten. Dann pennt man halt in einem Horrorhaus. Man hat ja sonst nichts zu tun. Nein, überhaupt nicht. Ja. Oh Mann. Also Freunde, ich sage euch eins, sucht euch ein gescheites Hobby, werdet kein Geisterjäger. Und auch, nee, auch garantiert nicht so bekloppt wie wir zwei. Ja, normalerweise mache ich ja solche Touren immer mit Marco, das wisst ihr ja. Aber der Liebe ist gerade privat ein bisschen verhindert. Darum habt ihr ihn jetzt auch auf den letzten Touren, auch auf den Lost Place Tour nicht gesehen, aber er wird auf jeden Fall wieder dabei sein. Definitiv. Also Grüße an meinen Kollegen Marco. Schade, dass du jetzt diesmal nicht dabei bist, aber ja, du siehst ja, was du hier Herrliches verpasst. Genau, ja. Schlafsetup. Hier werden wir heute Nacht nächtigen, Freunde. Ja. Mal so abgefahren, wenn da irgendwas klackert oder so. Hey. Ständig irgendwelche Geräusche hier. Ja, vor allem. Ja, das Wetter ist jetzt auch nicht so toll. Das plätschert hier, ist alles. Alter. Ah, ja, hier ist alles undicht. Darum haben wir jetzt hier, ja, das ist der einzige Raum, sag ich mal, der einigermaßen sauber war. Und wo die Decke noch so weit gut ausgesehen hat und dicht ist. Ja. Da haben wir jetzt doch einigermaßen Glücksgriff gezogen. Im Vergleich zu dem Rest hier. Ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir heute Nacht hier viel schlafen werden. Nee, wahrscheinlich nicht. Also wenn, dann sind wir hier mal vielleicht zum Chillen, kurz ausruhen. Aber dass wir hier wirklich ein Auge zumachen, das bezweifle ich. Aber ja, ihr seht es ja, Freunde. Wir werden natürlich alles mitfilmen für euch. Ja, ja, ich hätte gesagt, wir richten uns jetzt hier erstmal noch ein bisschen weiter häuslich ein. Dann werden wir uns erstmal was Leckeres zu essen machen, dass wir gestärkt sind und dann. Dann geht's los. Ja, jetzt haben wir 18 Uhr, kurz vor 18 Uhr. Ja, sobald es dunkel ist, geht's dann los. Ja, Freunde, so sieht's aus. Bleibt weiterhin dran und seid gespannt, was wir heute Nacht hier noch erleben werden. Wir sind es auf jeden Fall. Definitiv. Bis später dann.
Hi Freunde, hier sind sie wieder, die zwei Haros vom Horrorhaus. Uns geht's noch gut. Wir haben jetzt unser Schlafsetup komplett aufgebaut. Gaskocher mal hingestellt. Jetzt werden wir uns erstmal hier lecker China-Suppe à la Gaskocher machen. Uns erstmal stärken. Weil wir haben heute auch noch eigentlich gar nichts gegessen. Nee, nicht wirklich. Ja, und wir sind jetzt auch schon ein paar Stunden hier am Rumwuseln und Rumgucken. Ja, ich switch mal schnell rum. So, da seht ihr es nochmal komplett. So schaut das Ganze aus. Hier steht unser Gaskocher und unser Essen. Wo wir uns jetzt machen, ja, noch ein paar Semmeln, genau. Ja, und dann kommt die Nacht und dann werden wir sehen, was heute noch alles passiert. Aber wie gesagt, jetzt gibt es erstmal Essen. Ja, werden wir uns hier noch ein bisschen gemütlich machen. Ihr habt euch das wahrscheinlich jetzt auch auf eurer Couch gemütlich gemacht oder vom Rechner. Keine Ahnung, wo ihr euch meine Episode anschaut. Seid auf jeden Fall besser dran als wir. Ja, ihr habt es auf jeden Fall bequemer als wir. Großes Neid an euch. Aber ja, so ist es halt, ne? Wenn man sowas macht. Genau. Wir haben sonst keine Hobbys. Also von daher, ja, Abenteuer. Und hier sehen Sie einen Hungry Lucky in freier Wildbahn, meine Damen und Herren. Na, was zauberst du uns denn heute Leckeres? Oh, lecker China-Suppe vom Gaskocher. Yeah. Gibt nichts Geileres. Riechen tut's schon mal echt gut. Ich hoffe, die schmeckt auch so, wie sie riecht. Naja, speiben tut sich's mit Sicherheit gut. Das ist aber keine gute Schleichwerbung. Ja. Ja, genau. Das senkt mal ein bisschen ab hier. Ja. Lecker, lecker. Lecker, lecker, ja. Naja. Naja, aber mein Gott. Hauptsache was im Magen. Wie sagst du, Schwab? Der Hunger treibt's neu, der Egel treibt's runter, der Geiz behält's drin. Ja, so kann man das auch formulieren. Ja, solange wir dann heute nicht wild kotzen durch die Gegend rennen, ist ja alles gut. Ja, lecker, lecker. Naja, aber ich sag jetzt mal, für Dosenfutter kann man das eigentlich schon essen, ne? Na klar. Wow. Man sollte ja auch essen können und nicht rumtrüllen. Naja. So lässt sich's aushalten im Horrorhaus. Oh Mann. Aber die Geräusche hier zum Teil sind schon echt spooky. Mhm. Na gut, der Regen macht es nicht besser. Nee. Das ist eigentlich immer so ein Problem mit solchen Orten. Wenn es irgendwie geregnet hat oder regnet, kommen Geräusche raus, wo man sich sonst was einbilden kann. Ja. Ja, überhaupt auf so alten Häusern. Ja. Wenn es knarzt oder so. Einerseits ist es ganz normal, aber andererseits, es kann auch weiß Gott was sein. Hm. Vom alten Haus selber bis zu Tiere, bis zu paranormalen Sachen. Man weiß es halt eben nicht. Ja, solange ich nicht wieder angegriffen werde, ist mir das wurscht. Ja. Das brauche ich wirklich kein zweites Mal. Das hat mir damals echt gereicht. Ja, das hat mir wirklich gereicht. Das glaube ich dir, ja. Das ist natürlich ein Erlebnis für sich. Ja. Also Freunde, falls ihr euch jetzt wundert, von was wir hier reden. So, hä, Angriff, was ist da los? Wenn ihr wissen wollt, um was es da geht, dann schaut doch einfach mal bei den Jungs von Para Inc. auf dem Kanal vorbei und gebt einfach mal ein Alarmstufe Rot, der Angriff, und dann wisst ihr, wovon ich rede. Vielleicht der ein oder andere von euch weiß es natürlich. Also für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, ja, einfach mal YouTube, Para Inc., Alarmstufe Rot, der Angriff, und ja, dann wisst ihr Bescheid. Kann ich nur empfehlen, war eine richtig krasse Episode auf jeden Fall, ja. Oh ja, also daher auch nochmal Grüße an Marc und die Jungs von Para Inc. Ich hoffe, wir können auch mal wieder auf Tour gehen. Würde mich auf jeden Fall freuen. War wirklich sehr interessant, ja. Das war wirklich sehr interessant. Ja, ja, doch, die Episode habe ich gefeiert. Definitiv, die war heftig. Ja, für dich. Für dich. Ich habe mit dir gefühlt. Hm. Da ich selber meine Erfahrungen in der Hinsicht gemacht habe, ja, ich weiß, wie es dir da gegangen ist. Ja, das war schon. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Das war richtig abgefahren, ja.
Ja, man, wir hatten echt gute Ergebnisse da auch. Also, ja. Das war eine krasse Episode auf jeden Fall. Ja, das ging von Anfang an schon echt gut ab dort, ja. Ja, schade, dass sie das Ding jetzt zugemacht haben, aber ich glaube, das ist auch besser so. Wahrscheinlich, ja. Ja. So, Freunde, aber wir schweigen euch jetzt hier nicht weiter zu. Wir werden jetzt einfach mal noch in Ruhe essen. Und dann geht's los mit unserer paranormalen Untersuchung. Jo. Also weiterhin dranbleiben, nicht abschalten. Nicht abschalten. Nicht abschalten. Jetzt gibt's die Nassuppe. Das schneide ich auf jeden Fall raus. Hoffentlich, ja. So, Freunde, jetzt sind wir im Objekt und machen uns gerade so einen kleinen Plan, wie wir starten. Also wir haben jetzt gesagt, wir werden auf jeden Fall anfangen, natürlich mit einem K2-Meter, um festzustellen, wo hier ja sogenannte Hotspots sind. Und dann werden wir uns ja so nach diesen Hotspots aufbauen. Ich habe ja wieder meine ganzen Geräte dabei, Überwachungscams etc. etc. Ja, Lucky. Erzähl! Ja, sehr beeindruckendes Haus auf jeden Fall. Leider sehr zugemüllt. Was sehr interessant ist, werdet ihr dann später noch sehen. Sehr viele alte Sachen. Wir reden hier von 60er, 70er Jahre. Ja. Ja. Bin gespannt, was das K2 jetzt dann ausspuckt, und dann werden wir uns mal ein bisschen mehr Gedanken machen, wo wir dann was machen. Richtig, richtig. Ja, leider sehr runtergekommen, wir müssen tierisch aufpassen, aber ansonsten doch ein sehr interessantes Objekt. Ja, und es ist vor allem groß. Oh ja, das ist wirklich riesig, das stimmt. Also, man, klar, der ein oder andere von euch hat sich vielleicht meinen Lost Place Marathon angesehen, und da ist ja dieses Objekt auch schon mit drin. Ja, und jetzt könnt ihr es euch natürlich nochmal angucken mit Overnight und mit paranormaler Untersuchung. Ja, Freunde, also mein erstes Gefühl hier gemischt, muss ich sagen. Sehr gemischt. Wir haben gemischt bis neutral, würde ich sagen. Also jetzt nichts Außergewöhnliches. Klar, man hat mit den Vorkenntnissen gemischte Gefühle, ja, aber so das Gefühl vom Gebäude selber her noch ziemlich neutral. Bis jetzt. Bis jetzt. Das Einzige, was mich wirklich, sag ich mal, geschockt hat, hier liegen halt wirklich noch Fotos rum, ja, von diesem Herrn. Von die Kinder auch. Auch von die Kinder, die werden wir euch natürlich nicht zeigen, wegen Datenschutz. Und natürlich auch aus Respekt diesem Herrn gegenüber und der Familie. Mhm. Aber ja, also ich bin mal sehr gespannt, was wir heute Abend hier noch in Erfahrung bringen. Und ich hoffe, dass wir hier noch was in Erfahrung bringen, weil, wie gesagt, ich kann euch nur das sagen, was ich von meiner Quelle gesagt bekommen habe, dass hier eben sich der Herr aus privaten Gründen und wahrscheinlich auch aus finanziellen Gründen das Leben genommen hat. Ob es natürlich stimmt, weiß ich nicht. Ein paar Sachen der Geschichte, ja, sind wahr. Wie gesagt, dass hier eine Familie gelebt hat, auch mit dem Herrn, ja. Ob er sich hier umgebracht hat, das finden wir hoffentlich heute Abend noch raus. Ja, Freunde, so sieht jetzt der weitere Plan aus. Wir werden jetzt erstmal anfangen, ja, mit der K2-Meter Session, um herauszufinden, wo hier die Spots sind, und hoffen, dass wir schon mal Antworten bekommen. Ja, dann halt das übliche Programm Spirit Box K88 und ja, gegebenenfalls dann noch eine Blind Session. Also, Freunde, es wird auf jeden Fall spannend. Jetzt haben wir uns aufgebaut. Ja, wir hatten hier gerade noch Besuch von ein paar Jugendlichen, die sich auch das Ding hier angeschaut haben. Die sind jetzt aber weg. Jetzt haben wir hier unsere ganzen Geräte aufgebaut. Unten in der Küche haben wir eine Überwachungskamera aufgebaut mit kleinen Kügelchen. Also falls sich da irgendwas bewegen sollte, hoffen wir mal, dass wir da was einfangen. Mit dem Gerät dazu. Genau, mit dem Gerät dazu. Hier quasi im ersten Stock jetzt haben wir mittig das K88 aufgebaut, auch mit Überwachungskamera. Und ja, wir beginnen jetzt einfach nochmal mit einer K2-Meter-Session. K2-Meter habe ich hier.
Dann hätte ich gesagt, dann starten wir jetzt einfach mal. Ich schalte das jetzt mal ein. So, also nochmal hallo. Und ja, nochmal Entschuldigung für die Action, die hier gerade war. Ich hoffe, wir haben Sie jetzt hier nicht zu sehr belästigt. Also wenn Sie möchten, ich würde mich freuen, ja, wenn Sie uns ein Zeichen geben. Ja, ich switch jetzt mal um, dann seht ihr das K2 Meter. Uap, muss ich hier nochmal. So, also ich switch jetzt nochmal um aufs K2 Meter. So. Also nochmal hallo. Sie kennen uns ja schon, aber wir stellen uns gerne nochmal vor. Ich bin der Roman. Ich bin der Andreas. Und ja, wir sind hier, wie wir ja schon gesagt haben, um mehr über diesen Ort zu erfahren. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ein Zeichen geben könnten, anhand dieses Gerätes hier in meiner Hand. Ja, dass Sie uns verstehen und dass Sie da sind. Also wenn Sie einfach mal auf uns zukommen, dann fangen hier ja die Lampen an zu blinken. Und das zeigt uns, ja, dass Sie uns verstehen können und dass Sie hier sind. Dann können Sie sich über dieses Gerät bemerkbar machen. Also wenn Sie das mal machen möchten, würden wir uns sehr freuen. Sie haben ja gesehen, wir wollen hier nichts Böses, wir wollen Ihnen nichts Böses, wir wollen uns nur mit Ihnen unterhalten. Also wäre schön, ja, wenn Sie einfach mal zu uns kommen. Wie gesagt, wir tun Ihnen nichts, das Gerät tut Ihnen nichts. Und falls Sie Energie brauchen, können Sie sich das gerne von dem Gerät auch nehmen. Laufen wir einfach mal ein bisschen rum. Also Sie können uns auch gerne begleiten. Ich meine, vorhin haben Sie uns ja schon mal ein kleines Signal gegeben. Also wie gesagt, falls Sie uns hören können und falls Sie uns sehen können, wäre es schön, wenn Sie einfach mal zu uns kommen. Vielleicht haben Sie ja noch irgendwas mitzuteilen, dann können Sie das gerne auf diesem Wege tun. Also falls Sie hier sind, Sie können auch gerne mal das Gerät berühren. Sie haben ja schon mitbekommen, das tut Ihnen gar nichts, wir tun Ihnen nichts. Wir sind ja auch hier mit dem größten Respekt in Ihrem Haus. Wir haben ja auch schon ein paar Dokumente gefunden, wo ein Name drauf stand. Und ja, wir vermuten mal, dass der Name, der auf diesen Dokumenten stand, Ihrer war. Also ich hoffe, ich darf Sie jetzt einfach mal per Vornamen ansprechen. Also Helmut, ja, falls Sie uns hören können, dann kommen Sie doch bitte mal zu uns. Vielleicht können Sie uns ja auch ein bisschen was, ja, über Ihr Haus hier erzählen, über die Geschichte. Und was hier passiert ist. Und warum das Ganze hier verlassen ist. Oder warum Sie hier raus sind. Also wie gesagt, Sie brauchen wirklich keine Angst vor uns haben. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit Ihnen in Kontakt treten können, anhand unserer Geräte. Denn wir können Sie leider weder sehen noch hören, aber Sie können sich über dieses Gerät hier bemerkbar machen. Okay, jetzt hat es gerade mal ganz kurz geblinkt, okay. Aber das war ganz minimal. Also, ja, wieder. Also Sie können sich gerne noch mehr bemerkbar machen, würden uns sehr freuen. Wie gesagt, Sie brauchen keine Angst haben.
Wir sind jetzt schon eine Zeit lang hier. Also Sie haben auch gesehen, wir behandeln diesen Ort hier mit dem größten Respekt. Jetzt hat es wieder kurz. Also vielen Dank. Wie gesagt, Sie können auch gerne näher zu uns. Schaff mir mal schnell meine Kopflampe ein, bitte. Dann habe ich mehr Licht oben und einfach auf den Kopf. Nein, hast nicht drauf. Oh. So. Also wir kommen jetzt einfach mal hier hoch in den Dachboden. Können Sie vielleicht nochmal kurz das K2 Meter ein bisschen... Dankeschön. Also Sie sind anscheinend noch hier bei uns. Ja, sind wir noch ganz schwach. Und immer auch nur ganz kurz. Also Sie brauchen wirklich keine Angst vor uns haben. Sie haben jetzt gesehen, wir wollen Ihnen nichts tun. Vielen Dank. Ja, es ist immer sehr, ja, immer so zwischen 2-3. Dankeschön. Also Sie sind, irgendwas ist hier oben. Irgendwas hier oben jetzt, ja. Okay, vielen Dank. Also wie gesagt, Sie können sich gerne Energie nehmen, wenn Sie sie brauchen, von dem Gerät. Können Sie das mal richtig ausschlagen lassen und mal richtig, dauerhaft, wäre das möglich? Ich weiß, das kostet Energie. Immer noch ganz schwach. Also vielen, vielen Dank erstmal. Ja, Sie dürfen gerne zu uns kommen. Wie gesagt, wir sind ja mit dem größten Respekt hier und Sie haben ja gesehen, wir wollen an dem Ort wirklich nichts kaputt machen. Wir behandeln Ihre Räumlichkeiten mit dem größten Respekt. Ja, leider ist ja hier schon sehr viel randaliert worden, was wir sehr schade finden. Wie gesagt, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Geben Sie uns da einfach mal ein Zeichen. Sie haben ja gerade hier schon mal kurz das Gerät blinken lassen. Könnten Sie das vielleicht nochmal machen, bitte? Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Aber der meiste Spot war eigentlich drüben und am Dachboden. Ja. Also wie gesagt, wir werden jetzt einfach uns hier mal ein bisschen durch Ihre Wohnung bewegen. Sie können uns gerne begleiten. Würden wir uns sehr freuen. Wir haben ja auch noch andere Geräte aufgebaut. Also da können Sie sich auch gerne mal drauf zubewegen, können die auch gerne mal berühren, in die Hand nehmen, sich das Ganze anschauen. Ich weiß, für Sie wird das jetzt wahrscheinlich sehr suspekt sein, was wir hier machen. Ich kann Ihnen das mal kurz erklären. Also wir sind Paranormalforscher bzw. Geisterjäger. Das heißt, ja, wir wollen einfach den Paranormalen auf den Grund gehen, wollen wissen, was ist nach dem Tod. Und vielleicht, ja, können Sie uns da ein paar Informationen geben. Wir wollen das auch unseren Zuschauern zeigen oder für jeden, der sich da interessiert. Wir sehen ja, dass wir hier auch mit einer Kamera rumlaufen. Also ich nehme das Ganze auch auf für, ja, die Nachwelt. Also falls Sie uns noch irgendwas sagen möchten oder sich bemerkbar machen möchten, dann können Sie das gerne jetzt tun. Jetzt ist Ihre Gelegenheit. Dann würden wir uns wahnsinnig freuen. Ich gehe mal ein bisschen näher hin, dann seht ihr das besser, das K2 Meter, Freunde. Also wie gesagt, wir wollen wirklich nichts Böses. Wir wollen uns nur mit Ihnen unterhalten. Und mehr über diesen Ort erfahren und über die Geschichte dieses Ortes. Wir haben ja schon ein paar Dokumente gefunden von 1958, 1960. Das ist es ja, ja schon sehr alt. Und ich denke, in diesem Haus gibt es einiges an Geschichte. Und hier ist bestimmt einiges passiert. Okay, danke schön. Ein ganz kurzer Ausschlag, aber nur auf einen Bereich. Also Sie können sich auch gerne anders bemerkbar machen. Sie können auch irgendwo mal hier an eine Wand klopfen oder an eine Tür.
Und falls Ihnen die Energie fehlen sollte, dann können Sie sich gerne Energie von den Geräten nehmen, wenn Sie das möchten. Gehen wir mal nach oben, wo es vorhin ausgeschlagen hat. Ja, da seht ihr schon, hier ist die Überwachungskamera mit dem K88. Also auch dieses Gerät können Sie gerne mal drauf zugehen. Da erscheint dann ein Piepton. Nicht erschrecken deswegen. No. Der macht auch nichts. Nein, das Gerät macht auch nichts, wie der Andreas schon gesagt hat. Boah. Ja, man muss echt aufpassen. Okay, jetzt hat es mal kurz auf 3. Okay. Ist hier vielleicht hier oben jemand? Also nicht erschrecken. Wir kommen in Frieden. So, jetzt sind wir hier auf dem Dachboden. Also falls Sie hier sind, dann geben Sie uns da einfach mal ein Zeichen, indem Sie einfach ja, dieses Gerät hier berühren oder auf uns zukommen. Dann fangen hier die Lampen an zu blinken und dann wissen wir, dass Sie uns verstehen. Okay, danke schön. Können Sie das vielleicht mal stärker machen? Sie haben ja gesehen, das Gerät tut Ihnen gar nichts, das tut auch nicht weh und Ihnen passiert da auch überhaupt nichts. So, falls Sie das nochmal machen möchten, wären wir Ihnen sehr verbunden. Geben Sie uns da einfach nochmal ein Zeichen, bitte. Falls Sie hier sind. Ja, immer nur ganz, ganz minimal. Also wie gesagt, falls Ihnen die Energie fehlt, Sie können sich gerne Energie von diesem Gerät nehmen oder von den anderen Geräten und können ja, das dann verwenden, um uns ein Zeichen zu geben. Das wäre echt super lieb, wenn Sie das machen könnten. Oder falls Sie sich gestört fühlen und nicht möchten, dass wir hier sind, dann können Sie uns auch ein Zeichen geben und wir sind dann auch wieder weg und Sie haben wieder Ihre Ruhe. Okay. War das jetzt ein Nein oder ein Ja? Können Sie das vielleicht nochmal machen? Sollen wir hier gehen? Wenn ja, dann lassen Sie doch bitte das Gerät mal richtig blinken. Okay. Also dürfen wir hier bleiben? Dürfen wir weiter mit Ihnen reden? Also wenn ja, lassen Sie doch bitte mal das Gerät ausschlagen. Und wenn es nur ganz leicht ist, aber dann wissen wir Bescheid. Können Sie das vielleicht nochmal machen, bitte? Einmal blinken lassen für ja. Und am besten zweimal blinken lassen für Nein. Also falls Sie mich jetzt verstanden haben, können Sie das Gerät mal bitte einmal blinken lassen. Okay. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Also Sie haben mich jetzt verstanden. Habe ich das jetzt richtig gedeutet? Okay. Ganz leicht. Ja, aber. Vielen, vielen herzlichen Dank. Also, das war eine direkte Reaktion auf die Frage. Ja. Also Sie haben kein Problem damit, dass wir hier sind. Hier wieder ganz leicht. Ich hoffe, man hat es jetzt gesehen, Freunde. Okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall mal, dass wir hier in Ihrem Haus sein dürfen und uns mit Ihnen unterhalten dürfen. Das ist wirklich sehr, sehr nett. Aber es wäre super, wenn Sie vielleicht mal ja, dieses Gerät richtig blinken lassen könnten. Ich weiß, das kostet viel Energie und es ist bestimmt nicht leicht für Sie.
Aber wie gesagt, Sie können sich jegliche Energie, die Sie benötigen, von dem Gerät nehmen. Aber bitte nicht von uns, sondern nur von den Geräten. Haben Sie das verstanden? Super, Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Also wir haben ja gesehen, anhand der Dokumente, dass dieses Gebäude schon sehr, sehr alt ist. Wir haben auch noch andere Dokumente gefunden, die darauf schließen lassen, dass hier bis 2000, 2006 noch jemand gewohnt hat, beziehungsweise dass Sie hier vielleicht gewohnt haben. Ist das richtig? Okay. Also liegen wir mit unserer Vermutung richtig, dass bis 2000, 2006 dieses Haus hier noch bewohnt war? Okay. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Okay. Ich habe von einer Quelle erfahren, dass hier ein tragischer Selbstmord passiert sein soll. Ist das denn richtig? Hat sich hier jemand umgebracht oder haben Sie sich vielleicht hier das Leben genommen? Nee, keine Reaktion. Keine Reaktion. Also, wie gesagt, können Sie das Gerät einmal blinken lassen für Ja und zweimal für Nein? Wäre das möglich? Ein leichtes Blinken. Okay, also ich tippe jetzt mal darauf, dass Sie Ja gemeint haben. Ist das richtig? Können Sie dann das Gerät nochmal? Okay, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wow. Das war ein bisschen deutlicher. Das war ein bisschen deutlicher, ja. Super. Okay, also hat sich hier ein Selbstmord ereignet? Okay. Also ist hier in diesem Haus jemand gestorben? Habe ich das richtig gedeutet? Okay, es hat kurz geblinkt. Mhm. Okay. Die nächste Frage fällt mir echt ein bisschen schwer. Haben Sie sich hier das Leben genommen? Okay. Ja, doch, eine Lampe. Also ich stelle die Frage jetzt nochmal. Haben Sie sich hier das Leben genommen? Okay. Puh. Da stellt mir jetzt gerade die Haare auf. Ja, dann erstmal mein Beileid. Ja, auch von tiefstes Beileid, dass es so weit kommen musste. Ja. Wir können ja nur Ja-Nein-Fragen machen. Also wir haben auch noch andere Geräte dabei, mit denen Sie direkt über... Okay, also das haben Sie mitbekommen. Sehe ich das richtig? Okay, okay. Gut. Also funktioniert ja. Vielen, vielen Dank erstmal dafür und vor allem, dass Sie mit uns hier in Kontakt getreten sind. Wie gesagt, wir haben noch andere Geräte dabei. Also mit dem Gerät hier in meiner Hand können wir... Was war das jetzt? Waren Sie das gerade? Ich hoffe, das ist auf Tonspur. Das war jetzt gerade so ein komisches Poltern. Mhm. Okay. Ja, gut, muss jetzt nichts heißen. Ja, also wie gesagt, das Dach hier ist ja auch sehr kaputt. Wir sind hier im Dachboden, also es kann alles Mögliche sein. Also falls Sie das gerade waren, können Sie das vielleicht nochmal poltern lassen? Okay, gut. Möchten Sie uns denn vielleicht noch irgendwas mitteilen? Wow, das war jetzt sehr deutlich. Okay, also Sie haben uns noch irgendwas mitzuteilen, sehe ich das richtig? Okay, ja. Okay. Ja gut, dann... Möchten Sie uns mit uns direkt sprechen? Okay. Dann schalte ich jetzt mal ein anderes Gerät ein. Da können wir Sie zwar jetzt nicht direkt hören, aber Sie können uns darauf sprechen und ich kann mir das dann anhören. Möchten Sie das vielleicht machen?
Okay. Super, ey. Vielen, vielen Dank. Das sind direkte Reaktionen, ja. Das, also ihr seht ja auch, meine Hand ist hier unten, hier oben. Ich kann nichts machen. Ihr kennt ja gerade 2 Meter. Ihr wisst, worauf das reagiert, Freunde. Gut, dann bedanke ich mich erstmal dafür, dass Sie uns ja, Antworten gegeben haben hier über das Gerät und mit uns kommuniziert haben und mit uns in Kontakt getreten sind. Okay. Ja, vielen, 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 vielen Dank. Dann schalte ich das Gerät jetzt dann aus. Oh, jetzt geht's echt ab. Jetzt blinkt es ein bisschen öfter. Es war immer noch ganz, ganz schwach. Ja, ich drücke es dir mal in die Hand, dann kannst du gucken. Ja. So, wow. Okay, sorry, Freunde. Erzählt er mich ein bisschen. Ja, hier drin ist halt relativ dunkel. Dann würde ich jetzt einfach mal den EVP-Rekorder anschalten. Leuchte mich mal schnell ein bisschen an. Ja, dann sieht man mich besser. So, mach mal. Jetzt drehe ich mich so her. Jetzt sieht er mich viel besser. Ich habe jetzt hier noch ein Gerät in meiner Hand. Das schalte ich jetzt an und da können Sie mir drauf sprechen, wenn Sie das möchten. So, jetzt gehe ich mal auf Rekord. EVP Bauernhof 1. Also vielen herzlichen Dank nochmal für die Kommunikation mit dem K2-Meter. Können Sie uns vielleicht Ihren Namen nennen? Warum ist denn dieser Bauernhof verlassen? Warum haben Sie sich denn hier das Leben genommen? Und wie lange ist das schon her? Haben Sie hier alleine gewohnt? Wie viele Personen haben denn hier gelebt? So. Jetzt hören wir mal. K2 war jetzt gerade tot die ganze Zeit. Okay, sehr komisch. Mhm. Na gut, schauen wir mal. Ja, der wird jetzt vielleicht hoffentlich seine Energie. EVP Bauernhof 1. EVP Bauernhof 1. Also vielen herzlichen Dank nochmal für die Kommunikation mit dem K2-Meter. Können Sie uns vielleicht Ihren Namen nennen? Warum ist denn dieser Bauernhof verlassen? Warum haben Sie sich denn hier das Leben genommen? Und wie lange ist das schon her? Haben Sie hier alleine gewohnt? Da war doch gerade ein Nein, oder? Wie viele Personen haben denn hier gelebt? Ja. Also ich glaube bei dem Namen, wo ich gefragt habe nach dem Namen, glaube ich ganz schwach im Hintergrund Helmut gehört zu haben. Ich kann mich jetzt auch täuschen. Weil die Hintergrundgeräusche sind schon sehr abartig. Draußen. Enorm hier, das stimmt, ja. Ja, also draußen, ihr hört das ja wahrscheinlich auf der Tonspur. Es windet sehr. Wir stehen hier am Dachboden. Leider regnet es heute, also es klackert hier auch ständig. Aber ich höre mir das jetzt trotzdem noch mal kurz an.
Also nur diese eine Frequenz. EVP, ich halte es euch mal hin. 1. Vielleicht hört ihr es dann. Also vielen herzlichen Dank nochmal für die Kommunikation mit dem K2-Meter. Können Sie uns vielleicht Ihren Namen nennen? EVP. Können Sie... Halt. Mal zurück. Warum ist denn dieser Bauernhof verlassen? Das war zu weit. Jetzt muss ich gleich kommen. Können Sie uns vielleicht Ihren Namen nennen? Was gehört? Da war was ganz leise. Warum ist denn... Ich kann es nicht verstehen, aber da war was. Ja, ein ganz leises Geflüster. Also ja. Ich vermute, dass der Name gesagt wurde, Freunde. Aber es war wirklich sehr, sehr, sehr leise. Und mit diesen Hintergrundgeräuschen hier ist es wirklich sehr schwer. Also ich glaube, EVP hier... Schwierig. Eher schwierig. Sehr schwierig. Also Sie können uns auch gerne hier auf die Kameratonspur sprechen. Wir können Sie jetzt zwar dann nicht direkt hören, aber dann zu Hause bei der Auswertung. Also falls Sie ja, uns irgendwas mitzuteilen haben, toben Sie sich gerne auf der Kameratonspur aus. Ansonsten, haben Sie ja gesehen, haben wir in Ihrem Haus noch ein paar andere Geräte aufgebaut, über die Sie sich bemerkbar machen können. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn Sie das tun. Gerade 2 Meter tut sich jetzt gerade leider gar nichts mehr. Tut sich gar nichts. Ja, gehen wir mal wieder runter. So, ich switch jetzt mal nochmal um, dann seht ihr auch ein bisschen was von dem Haus im Dunkeln. So, gehen wir jetzt einfach mal wieder runter. So, gehen wir jetzt hier mal nach unten wieder in den ersten Stock. Was war das jetzt gerade? Das hat sich gerade angehört wie so ein Zischen, aber ja, das kann auch der Wind sein. Ja. Ja, hier ist, seht ihr, hier ist überall offen, hier bläst es auch echt gut durch. K88 hat auch noch gar nichts gemacht. Gehen wir hier einfach mal wieder in das Kinderzimmer. Ja, ist wieder. Also wie gesagt, Sie brauchen wirklich keine Angst haben. Sie können sich auch gern mal anhand eines Klopfens bemerkbar machen, wenn Sie das möchten. Falls Sie das können, klopfen Sie doch einfach mal irgendwo an eine Wand. Eine Tür. Du machst weiter K2, ne? Ja. Okay. Also Sie können auch gerne hier mal an dieses Gerät auf dem Boden treten, dann ertönt ein Piepton, dann wissen wir auch, dass sie da sind. Mit dem K2-Meter hat es ja vorhin schon mal geklappt. Vielleicht möchten Sie auch mal das Gerät hier piepsen lassen. Sie können sich das auch gerne mal anschauen. Sie können es auch gerne mal in die Hand nehmen. Sie können sich auch gerne Energie nehmen, wenn Sie die brauchen. Jetzt kommt schon wieder der Wind. Vorhin war es noch richtig windstill einigermaßen. Aber
aber ihr hört jetzt im Hintergrund das Rauschen, Freunde. Also es macht natürlich die Arbeit nicht leicht. Yes. Nix, ja? Okay. Also wie gesagt, Sie brauchen wirklich keine Angst haben. Das haben Sie mitbekommen. Ich betone es gerne nochmal. Wir wollen Ihnen nichts tun. Können wir auch gar nichts. Gar nicht. Und die Geräte tun Ihnen auch nichts. Das haben Sie mitbekommen. Und wie gesagt, falls wir Sie hier stören und falls Sie keine Lust auf uns haben, dann geben Sie uns einfach ein Zeichen, entweder anhand des Gerätes hier beim Andreas in der Hand oder anhand des Gerätes im Gang, wenn Sie das mal piepen lassen. Sie haben ja vorhin uns eigentlich schon das Zeichen gegeben, dass es Sie nicht stört. Also wenn dem so ist, können Sie das Gerät beim Andreas in der Hand vielleicht nochmal blinken lassen. Gar nichts. Okay. Dann möchten Sie vielleicht lieber mit uns kommunizieren, dann würde ich jetzt sagen, dann machen wir mal Spirit Box. Können wir dann machen, ja. Mal ein bisschen rumlaufen, aber also wie gesagt, geben Sie uns da einfach nochmal ein Zeichen hier. Berühren Sie doch einfach mal das Gerät beim Andreas in der Hand. Der Andreas tut Ihnen nichts, das ist ein ganz, ganz lieber. Okay. Ja. Ja, laufen wir mal weiter. Also das Haus an sich, Freunde, seht ihr selber. Also gerade jetzt in der Nacht, es hat schon was. Es hat schon was. Aber ich denke mal, jeder Lost Place im Dunkeln ist ein bisschen spooky. Ganz andere Stimmung. Ja, ganz andere Stimmung als unter Tags. Das ist natürlich was anderes als in der Nacht. Jetzt die Eingangstür. Gehen wir mal in die Küche, dann zeige ich euch noch unser dieser Wind, ich kann jetzt nicht deuten, ob das jetzt irgendein Zeichen war oder dass das nur vom Wind war oder vom Regen. Seht ihr, da haben wir unsere zweite Kamera aufgebaut. Ey Digga, komm mal her. Kommt mir das nur so vor, da liegen die Dinger ein bisschen anders. Kann es sein, dass die sich ein bisschen verändert haben? Ich glaube, die lagen vorne ein bisschen weiter zusammen. Ja. Aber gut, das haben wir dann auf der Kamera bei der Auswertung. Richtig. Ach, das, ja, ey, ich sag ey, das mit dem Wettergrad, das macht unsere Arbeit jetzt echt ein bisschen schwer, weil überall irgendwelche Geräusche sind. Ja, dann hätte ich gesagt, dass wir jetzt, jetzt mache ich mal die Kopflampe hoch, sonst seht ihr hier nur so diesen Lampenstrahl. Hätte ich gesagt, dann bauen wir jetzt mal die Spirit Box auf und machen mal eine Spirit Box Session. Ja. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und ja, nachher mache ich dann mal die Blind Season. Ja. Ja gut, Freunde, dann bauen wir uns jetzt hier erstmal auf wieder, aktivieren die Spirit Box und schalten dann wieder ein. So, jetzt haben wir hier ein Gerät, mit dem können Sie direkt mit uns kommunizieren, wenn Sie das möchten. Sind Sie denn gerade hier bei uns? Oder ist irgendjemand hier gerade bei uns?
Hallo? Wer ist denn gerade hier? Hallo, können Sie uns Ihren Namen verraten? Ich bin der Roman. Neben mir steht der Andreas. Hallo. Und ja, wir sind hier an dem Ort und mehr über diesen Ort zu erfahren. Möchten Sie uns vielleicht noch irgendwas über diesen Ort hier erzählen? Falscher Knopf. Hallo? Wer ist denn hier? Wer ist denn bei uns? Können Sie uns Ihren Namen verraten? Was ist denn heftig? Wie lange ist denn dieser Hof hier unbewohnt? Wie lange haben Sie denn hier gewohnt? Finden Sie das komisch, dass Sie hier sind? Sie haben uns ja vorhin über das K2. Sie haben uns ja vorhin über das K2 Meter gesagt, dass Sie sich hier das Leben genommen haben. Können Sie uns vielleicht sagen, wie es dazu gekommen ist? Sind Sie hier vielleicht bei uns, Helmut? Wir haben Ihren Namen auf Dokumenten gefunden. Haben Sie Helmut geheißen?
Wie war denn Ihr Name? Laufen wir mal ein bisschen rum. Mhm. Ja, wir bewegen uns jetzt noch mal ein bisschen hier durch Ihr Haus. Sie können gerne mit uns hier über dieses Gerät kommunizieren, dann können wir Sie auch hören. Sie können auch antworten. Und sobald Sie noch irgendwas sagen möchten, dann ist das jetzt Ihre Gelegenheit. Vielleicht haben Sie ja noch irgendwas mitzuteilen. Möchten Sie uns denn noch irgendwas sagen? Warum haben Sie sich denn hier das Leben genommen? Nochmal Hallo sagen. Möchten Sie uns gleich Ihren Namen verraten? Stören wir Sie? Es ist Ihnen unangenehm, dass wir hier sind. Alter, was ist jetzt los? Das ist komisch, das hat das Ding noch nie gemacht. Haben Sie sich gerade ein bisschen Energie von der Box hier genommen? Können Sie gerne machen. Das ist strange. Hallo? Okay. Das ist jetzt... Hallo? Spielen Sie hier gerade an der Box rum? Also es wäre schön, wenn Sie die Box ganz lassen, dass wir sie auch verstehen können. Das war jetzt drin. Okay. Und Sie vielleicht hier wissen auch, können Sie uns vielleicht mal Ihren Namen sagen? Ich bin der Roman. Ich bin der Andreas. Wir würden gerne mit Ihnen in Kontakt treten und mehr über diesen Ort hier zu erfahren. Wir haben ja erfahren, dass sich jemand das Leben genommen hat. Waren Sie das? Warum haben Sie das denn gemacht?
Wir lieben ja ganz, ganz viele Pläne von Maschinen. Mann, sie Maschinenbauer. Oder waren Sie Ingenieur? Hat Ihnen das Spaß gemacht, dann Maschinen zu bauen? Schon. Okay. Okay, also mir hat das Spaß gemacht, Maschinen zu bauen. Das heißt, Sie haben gerne Ihren Job gemacht. Es soll nicht hier rein, habe ich das gar richtig verstanden? Geht weg. Sollen wir hier gehen? Dürfen wir nicht hier rein? Also wenn Sie möchten, dass wir gehen sollen, dann brauchen Sie uns das nur zu sagen und wir sind weg. Stören wir Sie? Können Sie uns vielleicht sagen, wo Sie gerade sind? Sind Sie hier oben? Sind Sie vielleicht hier in diesem Raum? Raum? Können Sie das nochmal wiederholen? Ich habe es jetzt nicht verstanden. Sind Sie hier drin? Hallo? Sagen Sie uns doch mal bitte Ihren Namen. Können Sie uns Ihren Namen sagen? Stört es Sie, dass wir uns hier in Ihrem Haus aufhalten? Stört es Sie, dass wir hier sind? Das kann jetzt auch Radio sein. Das war Radio. Muss ich doch schneller laufen lassen. Ja, das muss da laufen. Man muss so aufpassen, wenn die Hölle hinläuft. Mhm.
Ich habe gerade ein ganz komischer Geruch. Ja, und das kann jetzt auch das Motor sein irgendwie. Hallo? Vorne ist Part 2. Das jetzt hier wird das bestimmt jetzt alles sehr komisch sein. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja? Also wie gesagt, über das Gerät hier können Sie mit uns sprechen, dann können wir Sie auch hören. Also wie gesagt, falls Sie noch irgendwas zu sagen haben, dann können Sie das jetzt auf dem Wege tun. Das ist jetzt Ihre Gelegenheit. Das ist hier oben. Haben Sie uns ja ein paar Mal über das K2 Meter geantwortet? Sind Sie vielleicht noch hier? Haben Sie sich. Haben Sie sich gerne hier aufgehalten? Das gerade richtig verstanden, dass Sie schon gesagt haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns mal Ihren Namen sagen könnten. Können Sie das nochmal wiederholen? Das Radio. Sagen Sie uns doch mal Ihren Namen bitte. Sind Sie der Helmut? Helmut! Ist denn hier noch irgendjemand anwesend? Das ist ein sehr altes Haus hier. Können Sie das nochmal wiederholen, bitte? Hallo? Können Sie uns vielleicht irgendwas über das Haus hier erzählen? Wie lange haben Sie denn hier gelebt? Haben Sie dieses Haus hier gebaut? Ja. Ja? Da waren ja. In welchem Jahr haben Sie denn das Haus hier gebaut? Haben Sie das Haus 1840 gebaut? Nach Krieg? Habe ich das gerade richtig verstanden?
haben Sie das Haus hier in der Nachkriegszeit gebaut? Oder ist das Haus... Ist das Haus 1850 gebaut worden? Wie alt ist denn das Haus? Das sind zwei. Wenn wir das Ganze in der Radio lesen. Haben hier mehrere Generationen in dem Haus gewohnt? Haben Kinder auch mit hier in diesem Haus gewohnt? Okay. Also wie gesagt, falls Sie uns irgendwas erzählen möchten, dann ist das jetzt Ihre Gelegenheit. Okay. Jetzt über mehrere Frequenzen und einen Satz, aber ich habe es jetzt leider nicht verstanden. Ich hoffe, ich kann es bei der Auswertung hören. Also ich würde das Gerät jetzt ausschalten. Also falls Sie noch was zu sagen haben, dann ist das jetzt Ihre letzte Gelegenheit. Möchten Sie uns denn noch irgendwas mitteilen? Können Sie das nochmal wiederholen, bitte? Haben Sie uns noch irgendwas zu sagen? Okay, dann würde ich jetzt das Gerät ausschalten. Bitte? Können Sie das nochmal wiederholen? Okay, dann schalte ich das Gerät jetzt aus. Erstmal die Ohren. Ja, schwierig. Schwierig, Freunde. Also man hat schon meines Erachtens ein paar Sätze gehört. Jetzt mal hier, genau, dann seht ihr mich besser. Also meines Erachtens hat man ein paar Sätze raushören können. Also jetzt gerade zum Schluss kam ja wirklich deutlich ein Satz raus. Und es war ja über mehrere Frequenzen dieselbe Stimme. Ja. Aber ich habe es leider jetzt nicht richtig verstanden. Ja, es ist irgendwie schwierig hier. Also es ist definitiv irgendwas hier, das haben wir ja vorhin am K2-Meter schon gesehen. Und wir hatten jetzt auch schon ja, Antworten teilweise. Aber es ist wirklich sehr schwierig. Ja, ich bin jetzt echt ein bisschen ratlos. Die anderen Geräte machen gar nichts. Bisher ist das K88, was mich sehr wundert.
weil ich eigentlich mit dem K88 immer sehr gute Ergebnisse hatte, dass das heute sehr ruhig ist. Das wundert mich wirklich sehr, vor allem hier, nachdem wir hier eigentlich mit dem K2 schon Ergebnisse hatten. Das mit den Perlen unten, kann sein, dass was passiert ist, das sehe ich erst an der Auswertung. Also da bin ich wirklich mal gespannt, aber ja. Also ganz ehrlich, ich weiß wirklich nicht, was ich von dem Ort hier halten soll. Es kam die Aussage, dass ich hier einen Selbstmord ertragen hat. Das habt ihr ja gesehen. Die Jungs, die vorhin hier waren, haben gesagt, dieser Helmut ist gestorben. Ja. Also man sieht ja auch den Namen. Also der Helmut hat hier auf jeden Fall gelebt. Aber mit dem Selbstmord, das ist jetzt wieder so eine Sache. Stimmt die Geschichte, stimmt sie nicht? Also die Jungs haben gemeint, nein, der Helmut ist gestorben, aber eines natürlichen Todes. Er sei 2006, glaube ich, haben sie gesagt, ne? 2006, glaube ich. 2006, ja. 2006 sei er gestorben. Und bis... 2009 sollen die Letzten hier ausgezogen sein. Genau, also 2009 ist... Der letzte Bewohner oder die letzte Bewohnerin, die haben ja gesagt, sie hat noch eine Oma gewohnt, ne? Ja, zuletzt war es irgendwie eine Frau, wo hier noch gewohnt hat. Ja, die Oma. Wahrscheinlich. Die Oma. Ja. Also die haben halt immer gesagt, eine Oma. Ja. Ich weiß wirklich nicht, was ich da jetzt von halten soll. Also ich langsam bezweifle ich wirklich die Aussage von meiner Quelle, dass hier ein Selbstmord passiert ist. Aber gut, wir hatten ja jetzt, ja, aber wir hatten ja eigentlich die Antwort ja. Eigentlich schon. Ja, mal. Das ist wirklich schwierig. Weil jetzt, gut, die K2-Antworten waren nicht so deutlich, wie wir es uns erhofft haben. Und war sehr schwach, ja. Ja. Das stimmt, das war wirklich sehr schwach. Leider, leider. Ja. Ja, jetzt über die Spirit Box. Ja, es kam zwar was raus, teilweise. Ja, es war jetzt auch ein bisschen schwierig, weil man hat es ja auch gehört, das habt ihr jetzt auch gehört, immer die Radiofrequenzen. Aber gerade der letzte Satz, es ging das ja wirklich ging über mehrere Frequenzen und es war auch dieselbe Stimme, es war eine Frau. Mhm. Ja, also das werde ich bei der Auswertung hoffentlich dann raushören, was gesagt worden ist. Aber das unten im Büro, das hat mich jetzt ein bisschen gestruggelt, dass die Box plötzlich ausgefallen ist, man gar nichts mehr gehört hat und dann plötzlich schaltet sie wieder ein oder kam dann, das hat mich jetzt gewundert, weil das hat das noch nie gemacht und ja, das ist jetzt echt merkwürdig. Ich bin jetzt wirklich gerade am Überlegen, wie wir hier weiter vorgehen. Ja. Also es ist definitiv, ist hier eine Präsenz. Es ist jemand da, der mit uns kommunizieren möchte. Das haben wir am K2 Meter gesehen, aber es ist, ja, es ist nichts Ganzes, nichts Halbes. Richtig, ja. Ja, machen wir mal einen Cut. Ja, machen wir mal eine kurze Pause, sammeln uns, besprechen uns und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Ja, genau. Also Freunde, bleibt dran. Wir gucken auf jeden Fall weiter, dass wir noch ja, ein paar Ergebnisse für euch hier erzielen können. Ja, ich bin jetzt echt gerade, also ich muss jetzt wirklich gestehen, Freunde, ich bin jetzt gerade echt ratlos. Aber der Ort hat was, er hat auf jeden Fall was, er hat was. Aber ja, irgendwie bin ich jetzt echt gerade hin und her gerissen. Also ich weiß wirklich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Die Jungs haben gesagt, hier hat sich kein Selbstmord ereignet. Dieser Helmut ist auf einem natürlichen Tod oder an einem natürlichen Tod gestorben. Meine Quelle sagt, hier hat sich ein Selbstmord ereignet. Und normalerweise ist meine Quelle schon vertrauenswürdig. Aber gut, wir sind hier auf dem Dorf. Es ist ein richtig altes Haus. Ihr habt das ja gesehen. Es ist schon ziemlich runtergeranzt, dass da natürlich irgendwelche Geschichten dann erzählt werden. Denke ich, das wisst ihr ja alle selber, Freunde. Das ist meistens so.
Aber wie gesagt, diese Aussage, was wir vorhin hatten, ja, bei der Frage mit dem Selbstmord. Schalt mal aus, ich glaube, da kommen wieder welche. Ja, Freunde, wie ihr seht, uns steht die Ratlosigkeit gerade echt dick ins Gesicht geschrieben. Ich habe mich jetzt hier noch eine halbe Stunde mit dem Andreas oder mit dem Lucky besprochen. Wir wissen gerade beide nicht, was wir jetzt von dem Ort hier halten sollen. Es ist schwierig. Also ihr habt ja gesehen, irgendwas ist hier, irgendwas wollt oder will mit uns oder wollte mit uns kommunizieren, aber es ist nichts Ganzes, nichts Halbes. Wir haben jetzt auch gesagt, so nach den Aussagen von gerade 2 Meter mit dem Selbstmord hier, ja, vorhin die Jungs, die hier waren, die kommen vom Ort hier. Die wussten nichts davon. Die wussten gar nichts davon. Also sie haben gesagt, dieser Helmut, von dem wir hier auch gesprochen haben, wo wir auch Briefkuverte gefunden haben mit dem Namen drauf. Die haben gesagt, er ist gestorben 2006 an einem natürlichen Tod. Als ich die Frage gestellt habe, ob er sich umgebracht hat, habt ihr ja gesehen, wurde es bejaht und das nicht nur einmal. Ja, es ist schwierig. Also ja, die K2-Meter-Ausschläge waren jetzt nicht so weltbewegend stark. Also kann man jetzt nicht wirklich eindeutig sagen, dass man da jetzt das als klare Antwort sehen könnte. Ja gut, aber es hat ja öfter geblinkt. Aber es hat öfter immer wieder auf die Fragen reagiert, was wiederum ein bisschen, bisschen strange ist, ja. Ja, also dieses ganze Haus struggelt mich gerade, muss ich ehrlich sagen. Ja, schon ein wenig. Es struggelt mich sehr. Ich weiß nicht, was ich jetzt davon halten soll. Bei der Spirit Box, man hat Aussagen rausgehört teilweise. Teilweise auch deutlich, gerade dieses Hallo. Und einmal das Ja war, glaube ich, mal dabei, das, wo auch recht deutlich das war. Das Ja dann oben, wo ich in den Raum reingegangen bin, wo es geheißen hat, nicht weiter oder irgendwas, muss ich nochmal hören. Nicht, dass ich euch jetzt hier was Falsches sage, aber ihr seht es ja oder habt es ja gesehen. Ja, dann das hier vorm Büro, als plötzlich die Box ausgefallen ist und man gar nichts gehört hat. Sie war an, kam aber nichts mehr raus. Plötzlich hat es wieder funktioniert. Dann kam irgendeine Aussage kurz danach, was ich aber leider nicht verstanden habe. Also ich bin wirklich ratlos gerade, Freunde. Ich bin wirklich ratlos. Also seht ihr, wir haben uns jetzt hier in der Küche mal positioniert. Also wir haben jetzt gesagt, wir werden nochmal die Spirit Box anwerfen, werden hier nochmal eine Spirit Box Session machen. Ich werde auf jeden Fall nochmal eine Blind Session machen. Ja, mal gucken, was da rumkommt. Ich weiß es nicht. Also ich, wie gesagt, ich weiß wirklich jetzt nicht, was ich hiervon halten soll. Das Objekt ist sehr alt, also es sind überall Hinweise, dass dieses Gebäude mindestens 1950, dass hier schon irgendwas war, anhand alter Zeitungen, die hier rumliegen. Ich glaube, das älteste war 1958. Muss das Gebäude definitiv älter sein. Ja, ja, also das Gebäude ist definitiv älter. Wir haben einen Stromkasten gefunden, 2019, also 3 Jahre alt. Die Jungs haben gesagt, bis vor 9 Jahren, 9 Jahre? 9 Jahre, ja. Bis vor 9 Jahre hat hier noch jemand gewohnt, könnte hinkommen, ja gut, durch den Verfall, ja gut, kann schon sein, 9 Jahre, ja. Aber wie gesagt, ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Dieses Haus hat definitiv Geschichte, definitiv, es hat auch wirklich Potenzial. Ja, aber von den ganzen Antworten, Ergebnissen, was wir bisher hatten, ihr habt das ja gesehen, das K2-Meter hat nicht wirklich im roten Bereich agiert. Also es waren schwache Antworten. Es waren Antworten, habt ihr gesehen. Ja. Es waren sehr schwache Antworten. Aber wie gesagt, ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Vor allem ja, bei der Besprechung jetzt gerade mit dem Lucky. Ihr habt das ja gesehen, ich habe ihm vorhin das K2-Meter in die Hand gedrückt und dann hat es plötzlich gar nichts mehr gemacht. Gut, das kann auch sein, weil wir
Entschuldigung, weil wir dann auch nicht mehr direkt mit der Präsenz gesprochen haben und drauf. Jetzt habe ich irgendwas im Hals. Entschuldigung. Ja, und wir haben auch dann nicht mehr wirklich drauf picht, sage ich jetzt mal, dass die Präsenz uns über das K2 Meter antwortet, sondern über die Spirit Box. Ja, aber es ist alles ein bisschen mysteriös. Ja. Es ist wirklich mysteriös. Also ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, eure Meinung, was ihr dazu sagt, würde mich natürlich auch sehr interessieren. Würde ich mich auch wahnsinnig drüber freuen, eure Meinungen zu hören. Vielleicht habt ihr auch mal ähnliche Erfahrungen gemacht und könnt mir da vielleicht Tipps geben oder ja, haut einfach raus. Ja, ich sag ja, uns steht wirklich die Sprachlosigkeit oder Ratlosigkeit, Entschuldigung, ja. Ich hab's heute auch wieder. Wir haben jetzt auch schon relativ spät. also die Ratlosigkeit ist gerade beiden von uns sehr ins Gesicht geschrieben. Ja, ich hätte gesagt, wir schmeißen jetzt auf jeden Fall nochmal die Spirit Box an. Wir werden jetzt hier bleiben, also wir laufen jetzt nicht mehr rum. Wir haben das jetzt vorhin halt gemacht, um zu gucken, ja, wo wir vielleicht mehr Antworten bekommen. Darum sind wir vorhin hier mit der Spirit Box durchs Haus gelaufen. Jetzt werden wir hier sein. Also gerade oben. Dachboden war jetzt Spiritbox-mäßig auch jetzt nicht mehr so viel, obwohl wir da mit dem K2 Meter recht gute Ergebnisse hatten. Ja. Also es ist auch wieder ein Widerspruch eigentlich. Ja gut, es kamen schon Antworten oben auch raus. Ja, aber nicht so wie, ja. Ja, wie wir uns, also ja, wir haben uns jetzt beide ein bisschen mehr erhofft, dass wir auch ein paar mehr Ergebnisse haben. Ja. Ich meine, ihr seht es ja erst jetzt, sag ich mal, die Auswertung. Wir wissen jetzt noch gar nichts, was bei der Auswertung rausgekommen ist. Ihr habt es ja schon gesehen. Also ich hoffe, dass wir was haben und auch vielleicht gute Antworten. Ja, aber es sind hier in diesem Objekt mehrere Sachen, die mich wirklich strugglen. Sehr widersprüchlich ist alles. Ja, widersprüchlich, richtig. Ja, du bringst auf den Mund. Es ist wirklich widersprüchlich. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, also, ich hätte gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, Freunde. Wir schmeißen jetzt nochmal die Spirit Box an und gucken, ob noch irgendwas bei rumkommt. Also, ich habe auch gesagt, ich werde auf jeden Fall noch eine Blind Session machen. Da werde ich dann aber in den ersten Stock hochgehen, mich da positionieren, wo vorhin das K88 stand. Und mal gucken. Ja, also wie gesagt, ich weiß es nicht. Ihr werdet es ja sehen. Oder habt es schon gesehen. Beziehungsweise. Ja, Freunde. Nicht ausschalten, dranbleiben, weiter hoffen. Ja, jetzt sind wir hier in Ihrer Küche. Sie würden uns sehr freuen, mit uns kommunizieren. Also ich würde Sie bitten, uns einfach mal ein Hallo zu sagen. Also falls Sie jetzt hier mit uns im Raum sind, könnten Sie uns mal Ihren Namen sagen. Here.
Scheiße. Nee, das hat jetzt nichts mehr mit Wackelkontakt zu tun, weil... Das ging nicht. Es läuft doch immer noch. Es läuft noch, aber... Hä? Okay, also wir wissen es jetzt nicht 100 pro. Kann die Technik sein? Das kann die Technik sein. Nee, das... Aber das ist jetzt so übel. Also wir sagen jetzt mal nicht, dass es jetzt irgendwie Phänomen war. Ich sage nur so gut wie nichts. Wir hatten zwar relativ wenig Radio drin und ein paar Sachen könnten was gewesen sein, aber sehr, sehr wenig und so gut wie nicht auf unsere Fragen reagiert, was schon verwunderlich ist. Hm. Wie gesagt, ich weiß wirklich nicht, was ich von dem Ort hier halten soll. Schon sehr seltsam. Ja. Ich weiß jetzt, also ehrlich gesagt, Freunde, ich habe zwar gesagt, ich mache noch eine Blind-Session, aber ich weiß jetzt echt nicht, ob das was bringt. Sind die Ergebnisse so mager? Ja. Weil so hört ihr es halt, was aus der Spiritbox rauskommt. Bei der Blind-Season kann ich euch nur ja, das wiedergeben, was ich höre. Und wenn du nichts hörst, kann ich nichts wiedergeben. Ja. Ja gut, ich werde ja irgendwas hören, ja. Kommt ja irgendwas raus. Ich meine, gut, klar, ich werde natürlich jetzt nicht auf Radio antworten oder so. ja, es ist wirklich schwierig jetzt. Ich weiß das echt nicht, ey. Was würdest du sagen, Bauchgefühl? Bauchgefühl?
Macht, glaube ich, keinen Sinn mehr hier. Macht keinen Sinn mehr, ne? Glaube ich jetzt ganz ehrlich. So schade, wie es ist, mich jetzt gefreut, wenn wir mehr hätten, dass wir einen Anreiz hätten, dass wir noch weitermachen, aber... Natürlich. Nee, natürlich. Ist echt zu mager einfach. Ja. Also Freunde, erzählt jetzt auch mal, dass wir hier nicht immer nur Action haben und dass nicht immer nur irgendwas knallt, sondern dass ja, wir auch mal an Orte gehen, wo halt einfach mal nichts ist oder nicht so viel. Ja, also, leider, ja. Ich meine, jeder, der mich jetzt kennt und der mir jetzt auch schon eine Zeit folgt, der weiß auch, dass ich nichts irgendwie fake oder irgendwas reinbausche, nur um jetzt, ja, dass es knallt und ihr sagt, boah, geil, hey, muss man liken, muss man weiter verbreiten, sondern ja, erzählt ihr einfach mal, es ist real, was wir hier machen. Ja, also wir zeigen euch wirklich nur das, was wir selbst vor Ort erleben. Es kann auch mal so laufen, ja, natürlich. Ich meine, klar, es muss nicht immer hier fett knallen oder irgendwas passieren oder irgendjemand angegriffen werden. Das nee. Wollen wir sowieso nicht. Aber ja. Klar, freuen wir uns über Ergebnisse, aber... Natürlich, weil wir wollen euch ja auch zeigen, dass es noch irgendwas gibt. Deswegen machen wir sowas. Richtig, deswegen machen wir sowas. Aber ist halt nicht immer so. Es ist nicht immer so. Richtig. Es ist nicht immer so. Ja, das habt ihr es auch mal live gesehen. Ich meine, wie gesagt, ob wir wirklich viele Aussagen haben, höre ich auch erst jetzt bei der Auswertung. Und was dabei rauskam, ihr habt es ja dann schon gesehen und gehört. Klang jetzt aber nicht so vielversprechend. Leider nicht. Ein paar Ergebnisse hatten wir, aber... Ja. Leider nicht das, was wir uns jetzt erhofft haben. Ich bin gespannt, was bei der Auswertung rauskommt. Ja, da bin ich echt gespannt, ja. Ich auch, definitiv. Ich bin auch sehr gespannt, was bei der Auswertung rauskommt. Also ich denke, ich werde auch ein bisschen Material noch einer Drittperson jetzt zukommen lassen, dass ich mir noch eine unabhängige Meinung holen kann. Denn schließlich möchte ich euch hier nicht irgendeinen Scheiß präsentieren oder irgendwas dahergedichtetes. Wisst ihr ja, hoffe ich. Aber ja. Ich bin jetzt echt ratlos. Ich bin wirklich ratlos. Ja. Ja, Freunde. Wir werden hier abbrechen. Blind Session. Macht keinen Sinn. Wird keinen Sinn machen. Leider. Also ich hoffe, ihr seid jetzt nicht allzu enttäuscht. Ja. Was soll ich sagen, Freunde? Vielen, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch das angeschaut habt und euch dafür interessiert, was wir hier machen. Ja, Freunde, Untersuchung ist vorbei. Ja, zwiegespalten. Wie gesagt, Ratlosigkeit steht uns immer noch ins Gesicht. Ja, jetzt haben wir uns hier in unser Nachtquartier zurückgezogen, uns eingepackt. Lucky schläft schon? Nein, schläft noch nicht, aber er chillt auf jeden Fall. Ja. Ja, ich bin hier auch schon im Schlafsack eingepackt. Hey, oh Mann, das wird eine Horrornacht. Schön auf Betonboden mit dünner Isomatte. Aber naja, was macht man nicht alles für Mystery History? Ja, Freunde, das war's dann mit dieser Episode. Auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und hat euch interessiert. Also würde ich mich auf jeden Fall über einen dicken Daumen freuen. Könnt auch gerne ein Abo dalassen, da würde ich mich natürlich auch freuen. Kostet euch ja nichts, tut auch nicht weh. Und ihr seht dann immer, wenn es was Neues von mir gibt. Ja, dann würde ich sagen, wie immer, bleibt mir und den mysteriösen treu, Freunde. Bis zur nächsten Mystery History Tour. Macht's gut, haut rein und bis denn. Wow. Bye.